Es geht heute um den Mittelwertsatz der Differentialrechnung. Und zwar gibt es da zwei Fassungen. Die erste Fassung sehen wir hier vorn. Wir gehen aus von einer Funktion y gleich f von x, die in einem Intervall, und zwar im abgeschlossenen Intervall a kleiner gleich x kleiner gleich b, eindeutig und stetig sein soll. Und für das offene Intervall von a kleiner x kleiner b differenzierbar sein soll. Dann gibt es mindestens einen Zwischenwert, den wir meinetwegen mit Xi bezeichnen, das ist dieses Zeichen, griechischer Buchstabe, zwischen a und b, und zwar mit der Eigenschaft, dass die Ableitung an der Stelle f' von Xi gleich f von b minus f von a durch b minus a ist, wobei xi zwischen a und b liegt. Skizze haben wir hier. Hier habe ich jetzt allerdings nicht nur eine Stelle xi, sondern mehrere. Das gilt also auch für mehrere Stellen. Und wir sehen also, dass man jeweils die Ableitung bilden kann an den Stellen und erhält quasi diesen Bruch. Okay, dann betrachten wir mal die zweite Fassung. Die zweite Fassung wieder geht auch von folgendem aus. F von x ist eine eindeutige und stetige Funktion im Intervall von, habe ich jetzt genannt, von x bis x plus h. Wobei das h ein sogenanntes Inkrement ist, also eine kleine Größe, und zwar einschließlich der Grenzen. Und differenzierbar soll sie sein, und zwar im Innern des Intervalls. Dann gibt es wiederum mindestens einen Wert, den wir mit Delta bezeichnen, sodass f von x plus h gleich f von x plus h mal der Ableitung f' von x plus Delta h ist. Wobei hier dieses Delta zwischen 0 und 1 liegt. Skizze haben wir hier. Wir haben also eine Funktion von a bis b oder von x bis x plus h. So können wir das auch schreiben. Und hier haben wir die Stelle x plus Delta h. Und das würden wir sehen, wenn wir hier die Tangente anlegen, dass die dann wieder parallel zu der ist. Das ist quasi die zweite Aussage des Mittelwertsatzes. Eine Folgerung will ich mal nennen, die sich aus dem Mittelwertsatz ergibt, und das ist die, eine Funktion, für welche also die Ableitung innerhalb eines ganzen Intervalles verschieden ist, muss eine Konstante sein. Das heißt also, wenn f' von x gleich 0 für dieses Intervall, dann ist die Urfunktion f von x gleich c. Den Beweis dafür, der wird indirekt geführt, der ist nicht ganz einfach. Könnt ihr aber mal nachvollziehen in einer Mußestunde. Bis dahin.